Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Demospiel. Heute spielen wir das Spiel Gravity Heroes. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und wenn ihr selber Ideen habt, welche Demo ich mal anspielen soll, schreibt sie in die Kommentare. Ja, hallo und herzlich willkommen nochmal zur heutigen Demo. Heute spielen wir mal Gravity Heroes. Ein Spiel, was ich im eShop gefunden hatte. Was relativ interessant sein könnte. Bei den Spielen, die ich bei Konsolen aufnehme, ist übrigens in der Videobeschreibung nicht das Spiel verlinkt, sondern einfach nur der Name des Spiels und welche Konsole das ist. Also, bei dem Spiel muss ich jetzt eigentlich schon eine Kritik äußern, nämlich als ich das geöffnet habe, das Spiel, wären mir fast die Ohren geplatzt. Ich musste das Spiel wirklich nochmal leiser stellen. Ich habe meinen Fernseher nämlich basismäßig immer ein bisschen leiser, damit das nicht eine doppelt zu hören ist. Und ich konnte das trotzdem so laut hören, als hätte ich meinen Fernseher auf volle Lautstärke gehabt. Also mir wären wirklich gerade eben fast die Ohren geplatzt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein großes Minus fürs Spiel. Aber wir wollen das Spiel jetzt natürlich anspielen. Das Spiel könnte man auch mit mehreren Leuten spielen. Ich denke mal, es ist nicht gerade wichtig, was für einen Charakter ich nehme. Wir spielen das Spiel jetzt einfach mal an. Wir machen wieder Learning by Doing. Okay, ich kann an der Wand sliden. Und sieht mir nach einem Metroidvania aus. Ich habe halt nur den Trailer, wie immer, erst gesehen. Mann, was für ein Platz. Mann, ich... Was für ein Platz? Ich glaube, es ist verdammt nochmal voll mit diesen Robotern. Ja, wir skippen das einfach mal. Hä? Ey, das ist ja lustig. Ich kann die Gravitation einfach vom Charakter ändern. Okay, das ist cool. Habe ich auch noch was anderes als... Okay, ich kann nur geradeaus schießen. Okay, die Gegner, die wechseln auch die Gravitation. Also man kann mittendrin die Gravitation ändern. Das finde ich richtig cool. Ich habe meinen Helm verloren. Ich brauche meinen Helm wieder. Hallo, gib mir den Helm zurück. Hat man nichts anderes als diese Billigattacke. Aua. 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 Also das ist der Kampagnenmodus. Naja. Das war wieder meine heile Haut. Nein. Erstmal den umbringen. Aua. Pam, jetzt habe ich eine Schrotflinte. Jetzt sagst du nichts mehr, ne? Oh, die werden offenbar aktiv, sobald sie einmal getroffen werden. Okay, man kann verschiedene Waffen offenbar einsammeln und damit dann seinen Spaß haben. Nein, bitte explodieren nicht in meinem Gesicht. Die Schrotflinte finde ich cooler als dieses Bounce-Ding. Zack, komm, fliegt in die Unendlichkeit und noch viel weiter. Ah, okay, das eine Ding ist leer. Das war ein perfekter Schuss. Man muss hier auch sagen, wenn wir den Demo-Dienstag haben, da kommt nicht immer nur Perlen bei raus. Pam.
Aua. Pam. So. Du als nächstes. Ihr als nächstes, wollte ich sagen. Bitte nicht. So, was kriege ich hier? Oh, wieder eine Schrotflinte. Nein, bitte nicht. Danke. Okay. Lesen tue ich jetzt mal nicht, was die da von sich geben. Also der Kampagnenmodus ist vom Prinzip her einfach nur hier verschiedene Wellen abwehren. Okay, ich kann mir gut vorstellen, wie die Kampagne dann weitergeht. Dann gehen wir mal ins Hauptmenü zurück. Ah, ich könnte auch rückwärts laufen und dabei schießen. Dann wollen wir jetzt mal den Arcade-Modus ausprobieren. Survivor. Survive as long as you can. Ich nehme mal hier Map 2. Wenn euch das Spiel gefällt, ihr könnt natürlich bei eShop einfach das Spiel eingeben und dann habt ihr es sofort. Also das ist jetzt ein Spiel von der Switch. Das war prima. Shining, du hättest gar nicht besser dahin fallen können. Nicht in die Spikes. Aua. Okay, da kommt mein Bonus. Den brauche ich. Au! Was ist denn das für ein Sniper? So, was habe ich jetzt? Das war jetzt der Geldmodus? Oder war es das Item, was ich eingesammelt habe, was das jetzt beendet hatte? Okay. Beim Arcade-Modus soll man offenbar einfach nur so viele von dem wie möglich innerhalb von kurzer Zeit umbringen. Da kriegt man dann so einen Zeitbonus. So, jetzt gib mir bitte was Schönes. Das ist offenbar eine Bombe. Und die hat direkt gekillt. Du entkommst mir nicht. Ich schaff das schon. Ich bin nicht komplett auf den Kopf gefallen. Nur ein bisschen. So, wenn das jetzt so lustig rumhüpft, dann müsste das eigentlich ein bisschen leichter gehen. Weil ich könnte ja noch vom Zufallsprinzip her irgendwen wegkriegen. Aber das Spielprinzip ist recht leicht. Rumrennen, schießen, das war's auch schon. Und halt überleben. So, der liefert mir jetzt wieder irgendwas. Das ist... Ach, das war eine Thermogranate. Und bin tot. Ja. Das war offenbar auch schon das Spiel.
Also wie gesagt, bei dem Demo-Dienstag, da spiele ich ja jede Woche eine Demo. Ich habe es damals schon gesagt. Da kommen nicht immer die besten Spiele bei rum. Wir machen das, um uns neue Spiele anzuschauen, die nicht so wirklich auf den Markt kommen würden. Ich mache nur bei nächster Woche eine Ausnahme. Ihr seht dann, welches Spiel das ist. Weil da habe ich schon die Hälfte von dem Part zu aufgenommen. Auf jeden Fall, wenn euch dieses Spiel gefallen hat, ihr könnt es ja gerne einmal anspielen, wenn ihr wollt. Die Demo ist halt kostenlos, ist eine Demo an sich. Ihr braucht nur beim eShop bei der Switch eingeben Gravity Heroes, ihr findet es sofort. Ja, und ansonsten würde ich mich jetzt wieder verabschieden. Aber heute mache ich kurz. Tschüss.